Moin, moin, Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und den News in kurz. Die neue X-Plan Version 12.07 ist da. Sie bringt unter anderem Verbesserungen der Rendering Engine, neue Cirrus-Wolken, eine verbesserte VRAM-Nutzung, neues Rendering aller Wolken und die Integration des OpenXR. Neben dieser Version 12.07 gibt es aber in absehbarer Zukunft auch eine Version 12.08. Das hat der Entwickler Lamina Research angekündigt. Außerdem hat man dort einen Blick in die Zukunft zugelassen, nämlich auf das, was nach der Version 12.08 kommen soll. Die erste Änderung betreffe das Nummerierungssystem der Updates. Bisher gab es die Version 12, das ist die Nummer des Sims, und hinter dem Punkt, der dann folgte, eine Versionsbezeichnung. Dieses Schema lasse allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Versionsbenennungen zu. Das sei laut Lamina Research ein Problem, da man mehrere Patches vorhabe und die Kapazität dieser Nummerierung irgendwann erschöpft sei. Aus diesem Grund werde man mit dem Versionsupdate 12.08 eine neue Nummerierung einführen, die dann nicht mehr nur mit einem, sondern mit zwei Punkten daherkomme und in diesem Fall 12.0.8 heiße. In dieser Version 12.08 möchte man hauptsächlich am Flugmodell arbeiten, sowie die Integration mehrerer Monitore bzw. das sogenannte Projector Warping verbessern. Mit dem Begriff Projector Warping ist gemeint, dass man mehrere Projektoren anschließt, die dann ein einzelnes Bild auf eine Leinwand projizieren, also quasi ein großes Bild, das aus mehreren Bildern zusammengesetzt wird. Das soll ein möglichst immersives Erlebnis ermöglichen. Außerdem arbeite man an der Engine Performance, also der Art und Weise, wie Triebwerke und deren Leistungen im X-Plane dargestellt werden. Zu diesem Zweck habe man sich reale Daten von Triebwerksherstellern besorgt, so zum Beispiel von Pratt & Whitney und Rolls-Royce, die in den Simulator eingearbeitet werden sollen. Mithilfe dieser Daten soll es für alle X-Plane-Entwickler möglich sein, das Verhalten von Triebwerken so realistisch wie möglich darzustellen. Außerdem sei das Verhalten von Rädern verbessert worden, vor allen Dingen in Interaktion mit dem Boden. Konkret betreffe das vor allen Dingen das Brems- und Rollverhalten und hierbei vor allen Dingen geringere Geschwindigkeitsbereiche. Mit diesen Änderungen möchte Lamina Research sicherstellen, dass sich die Räder immer physikalisch korrekt bewegen können. Es gibt aber auch positive Nebeneffekte. Vor allen Dingen bei den Flugzeugen, die mit mehr Reifen ausgestattet sind, wie zum Beispiel einem A330, einer 747 oder ähnlichem Fluggerät, sollen die veränderten Rolleigenschaften zu einem realistischeren Rollverhalten führen. Auf nassen oder vereisten Pisten könnte das zum Beispiel zu einer Veränderung der Takeoff- oder Landing-Distance führen oder auch dazu, dass das Flugzeug sich einfach realistischer bewegt. Eine weitere Veränderung für die 12.0.8 soll in einer veränderten Ölkühlung bestehen. Damit meint man allerdings nicht die Ölkühlung bei kolbengetriebenen kleineren Flugzeugen, sondern die bei etwas größeren Jetlinern. Um das ein bisschen näher zu beleuchten und zu verstehen, was genau da geändert wurde, würde ich sagen, machen wir kurz einen Exkurs in die reale Welt. Hier ist es nämlich so, dass das Öl über den Treibstoff gekühlt wird. Dieser wirkt als eine Art Wärmetauscher, er nimmt also die Wärme aus dem Ölkreislauf auf und wird dadurch selbst wärmer. Aber die vom Treibstoff aufgenommene Wärme muss auch irgendwo hin, und sie wird an die Umgebung abgegeben. Da der Treibstoff in den Tragflächen gelagert wird und diese von der kalten Luft umströmt sind, kann man die Oberfläche der Tragflächen als eine Art zweiten Wärmetauscher benutzen. Dadurch, dass der nun etwas wärmere Treibstoff in den Tragflächen liegt und die Luft diese kühlt, kühlt sie auch den Treibstoff. Genau diesen Effekt will Lamina Research nun auch für X-Plane 12 umgesetzt haben. Die nächste Version für den 12er ist dann die 12.1.0. In dieser Version sollen weitere Verbesserungen des realen Wetters eingebracht werden, Wolkenschatten auf dem Wasser, bessere Lichteffekte, mehr Kontrast, das sogenannte Adaptive Sharpening, allgemein bessere Schatten von Objekten und Wolken, Verbesserungen des MSAA und eine verbesserte CPU-Performance. Für die nachfolgenden Versionen, also die nach der 12.1.0, gibt es zwar noch keine konkreten Angaben darüber, was gemacht werden soll, angeteasert wurde aber einiges. So wolle man hauptsächlich an der Grafik arbeiten und könne für die nachfolgenden Versionen etwas Großes erwarten. Allerdings wird hier nicht spezifiziert, was genau man mit Großes meint oder worauf das hindeuten könnte. Interessant dürfte aber sein, dass Lamina Research den Preis von X-Plane 12 von derzeit $59,99 auf $79,99 anheben wird.
Gerechtfertigt wird diese Preiserhöhung mit den genannten großen Grafik-Updates, die in der Zukunft noch kommen sollen. Und natürlich könnte man jetzt die wildesten Spekulationen darüber anstellen, weswegen man dafür $20 mehr für die Version von X-Plane braucht. Im Endeffekt wissen wir es nicht und müssen uns in Geduld üben und abwarten. Zumindest theoretisch könnte man dabei aber tatsächlich vermuten, dass es sich um signifikante grafische Updates handelt, wegen denen eine Preiserhöhung um $20 angemessen wäre. Ich will allerdings auch nicht zu viele Spekulatios auf den Tisch hauen, immerhin ist noch nicht Weihnachten und wir haben erst Anfang Oktober, sodass wir uns erst einmal in Geduld üben müssen. Und zum Schluss habe ich noch was von Vetsim für euch. Vetsim hat in den vergangenen Wochen das 8,33 kHz System in Europa getestet. Mit diesem System ist es kurz gesprochen möglich, mehr Frequenzen aufzumachen, weil diese feiner unterteilt sein können. Weil diese Tests erfolgreich waren, möchte man das 8,33 kHz System nun auf dem gesamten Netzwerk einführen. Zu diesem Zweck wird es in den folgenden Wochen einige Vetsim Server und Client Updates geben, die diese Änderung einspielen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen sonnigen und warmen Tag und sage bis zum nächsten Mal und macht's gut.